Für die Bestimmung von Schachtelhalmarten ist die Ausbildung der Stängelscheide oder Scheidenröhre, wie man diesen Abschnitt am Knoten nennt, von besonderer Bedeutung. Ja, auch diese drei Türmchen gehören zu unserem Winterschachtelhalm. Interessant ist auch die Anwendung der Meskwak-Indianer in British Columbien. Die verwenden den Winterschachtelhalm vor allem bei Venenerkrankungen, bei Venenentzündungen. Und auch das entspricht eigentlich einer plausiblen Anwendung. Und hier kommt es zu einer Gefäßerweiterung und einer Reihe von antientzündlichen Effekten an der Gefäßinnenwand. Wir sehen also, dass sich aus Sicht der DCM Störungen im Funktionskreis Leber, im Bereich des Schädels und der Augen manifestieren. Ja, unser Winterschachtelhalm ist also in der Lage, die wichtigste molekulare Eiweißschere von SARS-CoV-2 zu blockieren. Das klingt vielversprechend und sollen wir deshalb täglich mehrere Tassen Winterschachtelhalmkrauttee trinken. Ich persönlich glaube, dass die Phytotherapie einen Beitrag zu Diabetes und vor allem zu Prädiabetes leisten kann, der aber auf einer anderen Ebene liegt als die Beeinflussung des Blutzuckerspiegels, nämlich der Mitbeeinflussung des Endothels, der Gefäßinnenwände. Wir wissen aber auch, dass der Winterschachtelhalm ja eine sehr starke Quelle für diverse Flavonoide ist und wir wissen beispielsweise, dass das Flavonon, Herbazetin, zwei ganz bedeutsame entzündungsfördernde Signalwege des Körpers hemmen kann. Die Hauptdroge folgt, wie gesagt, der Erfahrung der DCM. Ich glaube, wir sollten auf solche Erfahrungswerte nicht verzichten, vor allem wenn Pflanzen weitgehend unbedenklich sind in der Anwendung. Und da kommt es uns eigentlich ganz gelegen, dass wir in der DCM gerade diese innere Anwendung bei Augenerkrankungen übernehmen dürfen. Und ich möchte